Guys, what's up? The Blue Gangs is back with another part of Dragon Ball Z Shin Budokai. Und das hier ist das dritte Kapitel. Und mittlerweile habe ich einen OBS-Test gemacht, weil ich das ja mit OBS aufnehme. Ich habe euch ja gesagt, dass ich zwischendrin jetzt die Ranks of Z mache, damit ich gucke, ob ich da was bekomme. Und ich habe tatsächlich was dafür bekommen, wenn man ein komplettes Kapitel auf Z hat, und zwar irgendwelche Briefe oder Seiten. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, was das ist. Aber ich glaube, das bringt uns erst, dass wir hier mit durch sind. Und ja, habe halt den Fight dann als OBS-Test auf meinen Kanal jetzt kurz hochgeladen. Und jetzt machen wir hier einfach mal weiter. Let's go! Alright, Janemba war besiegt, doch die Zeit der Katastrophen ist noch nicht vorbei. Okay, jetzt geht's weiter. Son Goku und seine Freunde sind durch Teleportation wieder auf der Erde. Sehr short. Cooler wieder. Wir haben also Janemba besiegt, aber sind wieder da, wo wir angefangen haben. Und das war nur ein Doppelgänger. Ein verdammt starker Doppelgänger. Wenn wir also das Loch zwischen den Dimensionen nicht schließen, ja, und diese böse Energie ermöglicht es Janemba jederzeit zurückzukehren. Was ist das für eine Energie? Wenn die Toten die Erde verlassen, säubert ein Ring die böse Energie. Böse Energie? Die Menschen müssen für sich und andere ihr Bestes geben. Wenn sie aber nur an sich selbst denken, entsteht eine Energie, eine dunkle Energie. Wer nicht auf sich selbst achtet, kann zum Instrument des Bösen werden. Die böse Energie wird nach dem Tod gesammelt. Ja, bla bla bla. Ich frage mich wieder, warum ich das lese, aber gute Moral predigt da die ganzen Kiddies, die das hier zocken werden. Und warum drücke ich jetzt einfach weg? Ach, scheiß drauf. Der sucht jetzt irgendwas. Wir suchen dieses Loch. Ja, viel Spaß beim Finden. That's cool, what the fuck? The Dragon Ball. Yeah. So, Gohan, der hat jetzt seine Ultimate Move erreicht, Alter. Oh, wir kriegen gleich mal auf die Fresse von Cooler Gangster. Gee, was für ein Move das war. Kamehameha. Schade, er hat nicht so viel gezogen. Kann der sich überhaupt... Nein, der kann sich nicht mal zurückverwandeln. Gay ist das Wetten, ich kann mich zurückverwandeln, wenn ich so viel Energie verliere. Wir sind durch. Sehr schön. Seit wann kann sich Cooler teleportieren? Das kann der nur als Metal Cooler, aber doch nicht in seiner normalen State. Alright then. Ja, Mann. Natürlich nicht bis. Okay. Als ob du so stark bist. Alright. Let's go. Sorry für dein Skill, Dog. Ja, ja klar. Auf jeden Fall war der schneller. Okay, das wird uns auf jeden Fall kein S-Rang bringen. Obwohl ich eigentlich einen C-Rang haben will.
dachte mir schon, warum verwandelt der sich nicht? Kann ich mich noch weiter verwandeln? Nein. Warum trifft er immer zuerst, Alter? Ja, frisst von hinten. Ja, klartet es ihn nicht. Ja, Priorität Freezer oder was? Verwandelt sich doch gleich in den goldenen, Alter. Oh man, nervt es gerade. Verwandel dich doch. Na, fuck off, Freezer. So ein Scheißdreck. Ja, B, das war so klar. Na egal, das mache ich dann noch. Ja, ihr wisst. Alright. Alles klar. Alright, then Pico, I show us what you got. Ja, was denn jetzt? Okay, ah, als Cell hammergeil. Ich dachte, er hat keine Ultimate. Gangster hat das viel gezogen. Das hat auch assi viel gebracht. Ist klar. Es war irgendwie klar, dass es doch trifft. Habe ich mich jetzt zurückverwandelt? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Na, ne, sieht nicht so aus. Wieder kein Z-Rank. Aber wenigstens ein S-Rank. Alright, wer ist da? Gotenks. Okay. Als Dreifache schon krank. Alles klar. Direkt mal kassieren. Warum weicht der Typ nicht aus? Warum weich ich nicht aus? Warum weicht er nicht aus? Naja. Ah, das hat gerade. Oh, tschüss. I am invincible. Ja, ja. Noch knapp den Z-Rank gekriegt. Oh, what? Alright. Alles klar. Aber ich glaube, hier gibt es kein Minigame Gotenks, sondern ja, der Dreifache dann. Krillin, dein Ernst?
Der Krillin hat echt reingeschissen. Du bist in der kompletten Form von 117. Ja. Okay. So ist es halt. Und schon wieder kriegen wir zuerst auf die Fresse. Und irgendwie kann ich da nicht ausweichen, fragt mich nicht. Warum? Tja, daneben mit deinem scheiß Solar Flare. Und jetzt trifft man endlich. Ja, geht doch. Hat zwar nicht richtig getroffen, aber scheiß drauf. Ich hab doch. Ach. Scheißegal. Ist klar. Das reicht. Verreckt doch endlich. Wie frech die Glatze ist, ey. Ja klar, ich wollte ein Kamehameha, aber das ging nicht. Zieh ab. Und wieder keines. Ah, damn. Sorry. Scheiß A, Alter. Alright. Weiter geht's. Zwei Objekte verfügbar. Und C18. Okay. Okay. Ich werfe ihn in den Tempel da drüben. Naja, Cell, du Slayer, Alter. Du Rapist. Und weiter geht's. Eat this. Ja, ging. Ein immer in die Eierhaut, ey. Greif doch an. Hör doch auf mit dem Scheiße, ja, verreck endlich. Verreck die endlich mal, Alter. So. Ein Scheiß-S, Alter. Ich musste dann so viel nachholen, das ist doch unglaublich. Alles klar. Ja, da hat er recht. Und jetzt?
2 neue Objekte verfügbar. Okay, dann gehen wir mal zurück und wir sehen uns nach dem Fight. Keine Ahnung wo. Wir müssen. Ja. Ich guck mal. Okay, zieh dich zurück. Alles klar. Hey Freezer, vielleicht solltest du. Bla bla bla, Freezer. Okay. So, wir sind jetzt bei Gohan. Alles klar. Und ich weiß nicht, welche Richtung wir von hier aus nehmen werden. Wo ist Vegeta hin? Hä, stimmt eigentlich? Warum ist Gohan so klein? What the fuck? Alles klar. Alright. Alles klar. What the fuck? Es ist dein Kind, oder? Hä? What the fuck? Während wir kämpfen. Was für eine. Ach, vergiss es. Einfach nur, um die zwei zum Kämpfen zu bringen. Ach. Am besten gar nicht drüber nachdenken. Wie, ich kann mich nicht verwandeln? Nein. Oh Mann. Jetzt kann ich mich wieder verwandeln. So, mal sehen, wie weit. Okay, nur zum Super Saiyan 2. Scheiße, scheiße. Richtig deftig kassiert. Warum machst du kein Kamehameha? Und noch eins. Mach doch auch eins, du Spaten. Das ist doch unglaublich, ey. Ja, wie lange erholst du dich? So, der letzte Angriff wahrscheinlich. Stier. Verreck doch endlich. Ah, das ist doch unglaublich. Geht doch. Ja, ziemlich auf die Fresse bekommen. Ein P. Gangster. Ja. Kann sein.
Okay. Okay, da machen wir jetzt das Kai, weil ich habe True. Alright then. Mit einem fucking B. Richtig G. Ich weiß nicht, der Part wird zu lang. Also ich kann schon den kompletten Part hochladen, aber vielleicht ist es zu viel für euch. Vielleicht splitte ich den auch in zwei, mal gucken. Je nach Story. Also nach dieser Abschweifung da. Ist klar. Alright. Alles klar, wie damals dann. In der Hölle halt. Schon lustig. Kann ich mich eigentlich auch zum Zweifachen verwandeln? Nein, sieht nicht so aus. Damn, und als Computer trifft's, Alter. Und ich mach's und es trifft nicht. What the fuck in hell? Ja, in hell. Ist doch klar, ist doch logisch. Ist doch selbstverständlich. Eat this. Wenn du nicht kommst, hast du Pech gehabt. Komm doch her, verdammt. Und tschüss. Auf jeden Fall. Jetzt macht er noch was und dann bin ich down. Ja. Ich wollte mich gerade verwandeln, damit seine Attacke nicht trifft und hätte ihn dann sein Konter seines Lebens gegeben, Alter. Ah nein. Irgendwie funktioniert gerade gar nichts. Ich wollte die. Ja. Irgendwie drücke ich gerade eine Scheiße. Ich glaube, ich muss wieder mit dem Controller hier spielen. Weil irgendwie funktioniert es nicht. Egal, dann beim nächsten Part. Wenn ich Bock drauf hab. Eat this. Green bitch. So, jetzt aber. Ist klar, ja. Ich sag dazu nichts. Warum denn auch? Verreck doch endlich mal. Ja, ist mir jetzt scheißegal, als was ich dich besieg. Ist doch unglaublich, ja, aber auch an. Egal. Stier. Broly, alright then.
Videl. Vše. Yeah. Alright. Das glaube ich nicht. Richtig arrogant. Schade, dass ich mich nicht in den Zweifacher verwandeln kann. Das wäre echt cool. Ja, übertreib doch gleich, Alter. Ites Kamehameha. Der hat sich geschützt? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Komm, 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 lass mich laden, lass mich laden, lass mich laden. Und jetzt, Ides Kamehameha. Jawohl. 100 pro Z-Rank. Das war gut genug. Sieht richtig krass aus. Ja, man, krank. Okay. Oh, shit. Shit. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Zwei neue Objekte. Muss ich jetzt gegen Goku? Achso. Cool. Alright. Als zweifacher krank. Krankhaft. Alter. Richtiger Re Zisch ab, Kakarot. Ideas. Bam. Ja, klar. Ich glaube nicht, dass ich mich zurückverwandeln kann. Warum gehen. Alter, Priorität Goku, ohne Scheiß. Eat this. Boom. Damn. Hoffnung trifft es. Ich sag der Hoffnung. Ja, nochmal, oder? Das ist doch unglaublich. Doch echt unglaublich. So, jetzt aber. Ideas. Bam! Das ist doch unglaublich, wie langsam Brolys Attacke ist. Ist klar, ist klar. Ja, würde mit dem schlechtesten Rank überhaupt. Ja, yeah, fuck off. Ja, was? Ja, B. Geh kacken. Ist doch echt nicht mehr normal, Alter. Zwei neue Objekte in your face. Und jetzt Vegeta dran. Majin Vegeta. Was? Majin Vegeta hat Broly kaputt gemacht. Ha.
Alles klar. Alter, diesmal als Dreifacher. Okay, die Dialoge sind krank schlecht. Wirklich krank schlecht, so wie die sie abgeändert haben. Aber die Story insgesamt, die ist richtig gut gemacht. Ideas. Jetzt schnell aufladen. Hoffnung. Klar. Noch ein bisschen. Und jetzt. Bam! Sehr schön. Ging doch schnell. Oder nicht? Doch. Sehr schön. Okay. Okay. Alright. Hä? Alright. Okay. Okay. Alright. So, und jetzt? Jawohl, Super Saiyan 3 in your face. Alright then. So, und jetzt sind wir wieder da und was mit Yamcha diesmal? Sie kämpft gerade gegen Broly. Was? Bla bla bla. Alright. So, jetzt direkt Broly und ihr seht, ich habe dort einen C-Rank gekriegt. Richtig geil, Arsch. Ihr lappt mal, ihr wart mal gut. In Dragon Ball wart ihr die Kings, Alter. Und ja, jetzt seid ihr einfach nur. Ihr seid nicht mal Handtücher. Ja, auf jeden Fall gegen den habt ihr überhaupt keine Chance. Ich glaube, bei dem funktioniert es nicht, weil der hat ja nicht mal Pupillen, die so ein Faust alle. Wie soll das bei dem gehen? Okay, ein gelenkter Energiestrahl. Hieß es nicht irgendwie. Ah, ich hab's vergessen. Spirit Ball Attack. Keine Ahnung, wie er es auf Deutsch genannt hat. Alright. Solar Flare. Bäh. Das hat echt funktioniert. Krass. Also, Note, ihr braucht keine Pupillen, damit euch der Solar Flare in die Fresse kriegt. Dann haben wir ihn auch abgehängt. Okay. Note, Add, es funktioniert nicht ziemlich lang. Vegeta, the fuck? Final Flash, richtig geil. Hammer geil. Sieht gerade ein bisschen falsch aus, aber scheiß drauf. Okay, das war scheiße. Weil Vegeta hat sich absichtlich. Der hat sich absichtlich nie König genannt. Aus Respekt gegenüber seinem Vater, weil er immer gesagt hat, ich werde für immer der Prinz bleiben, da mein Vater der König ist.
und ich werde niemals seinen Platz. Also so war das gedacht und dass die das jetzt so gesagt haben, ist Bullshit. Wie gesagt, die Story ist cool, aber der Dialog, der da drin ist, der ist einfach nur Bullshit. It is final flash. Stier, das hat mich alles abgenommen. Klar. Verzieh dich doch einfach, Mann. Wie viel der mir zieht. Hätte ich direkt mit dem Final Flash gewonnen, wäre es ein S-Rank, aber nein. So, was kriegen wir? Ja, wir kriegen S-Rank. Ich habe sie gemeint. Okay. Wie die alle immer... Angler Attack. Und jetzt zwei neue Objekte. Ah, diese Vegeta Copy, alles klar. Gigi, bla bla bla. Stier Marge Vegeta. Ein Loblied, als ob Vegeta jemals singen würde. Das stimmt auch eigentlich. Weil der Vegeta nach dem Buu-Kampf als Zweifacher ist eigentlich viel stärker als Majin Vegeta. Obwohl ich Majin Vegeta doch cooler finde. War halt schon was Krasses die Zeit. Mach doch ein Final Flash, Alter, was geht? Ja, geht doch. C-Rank direkt. Was, Majin Vegeta ist stärker, Alter. Meine Eier. Geht doch. Alles klar. Alles klar. Ach so, ja, jetzt macht alles Sinn. Alles klar. Alles klar. So, haben wir jetzt alles? Ja, wir haben alles. Das mache ich alles nachher. Jetzt machen wir da, wo wir aufgehört haben. Hm.
das stimmt. Vollidiot. Alles klar. Gohan Super Saiyan 2 in your face, bitch. Sidesteppen wie Hunde, Alter. Na komm schon, zeig, was du drauf hast. Ha! Hoffnung trifft es. Ist klar, sogar von der Stelle. Ja, ja. Mach doch mal endlich was, Alter. Ich wollte eigentlich ausweichen, aber nein. Verreck einfach. So, und das war's dann. Ich glaube, ich krieg keinen C-Rank diesmal. Doch. Noch gerade so. Geil. Krass. Alright. What the fuck? Chingon hat neue Transformationsstufe erreicht. Das ist irgendwie so die Vorgeschichte von so ein bisschen von Xenoverse ist da drin. Schon lustig. Okay. Ja, die Kaioken reicht wahrscheinlich. Kann ich mich eigentlich verwandeln? Sieht nicht so aus. Nein. Schade eigentlich. Genki Dama. Schade. Geh doch zur Seite, verdammt. Mich das anpisst, ey. Eat this. Gleich nochmal. Hör auf mit dem Scheiß. So jetzt aber. Geht doch. So, was kriegen wir? Ne, es war klar. War nicht so gut. Hm.
Scheiße. Alright, Son Gohan wurde von Son Goku dem Bösen befreit. Son Gohan wurde von Son Goku von dem Son Gohan wurde von Son Goku von dem Bösen befreit. Sorry, ich verstehe das nicht. Durch Janembas Einfluss jedoch wird Vegeta wieder zu einem Majin, einem Feind. Majin heißt eigentlich Dämon. Son Goku tut sich mit Piccolo und den anderen zusammen. Sie teilen sich auf, um die Dragon Balls zu suchen. Alles klar. Tingon hat die neue Transformationsstufe erreicht. Neues Dragon Road Szenario freigeschaltet. Bam, 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 bam. Alles klar, Leute. Dann wären wir hier Fabrik. Und das war's dann auch schon wieder. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim vierten Kapitel. Und The Blue Gex is out. See you next time on the next episode of Dragon Ball Z.